this crusade is gonna take a while. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Heute am Freitagabend, kurz bevor die Sonne ganz untergeht und der Sabbat anfängt, am 24. August 2018, habe ich mich hier eingefunden mit zwei Gästen, das kennt ihr ja schon von dieser Lesung, wo wir weiterlesen in dem Buch, das der Viktor übersetzt, hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, aber den zweiten Gast von heute, den kennt ihr noch nicht. Das ist so gekommen, weil ich gestern Abend eine Push-Meldung bekam gegen, ich weiß nicht, Viertel nach zwölf, halb eins, irgendwas in der Richtung, nachts, dass der Tony Mahoney live ist und dann bin ich auf seine Live-Sendung gegangen und er hat mich über ein Hangout eingeladen und dann haben wir eine knappe Stunde, glaube ich, seinen Hangout zusammen gemacht und das hat uns so Spaß gemacht. Und ich habe den Toni dann eingeladen, doch dann heute Abend auf meine Sendung zu kommen, wo wir den vierten Teil wohl lesen werden von dem Kapitel Nummer 7 aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, was da lautet, das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Und deswegen möchte ich jetzt auch erstmal Viktor willkommen heißen, den ihr ja schon kennt, und danach werde ich euch den Toni vorstellen. Aber erstmal Viktor, einen schönen guten Abend, Viktor, und ich hoffe, alles ist gut und prima da in Hamburg. Moin, moin und hallo. Ja, hier hat sich soweit alles mal abgekühlt. Ich glaube, da kam wieder irgendwas aus deiner Ecke. Ich bin mir jetzt aber nicht so ganz sicher. Wir sind da die Schuldigen, aber hier ist es auch kühl heute, nur auch nur 16, 17 Grad. Ja, aber ich meine mal so zwischendurch, ne? Wir kennen das ja hier an der Waterkant, kennen wir das ja hier ganz gut, ne? Dass das sich zwischendurch mal ein bisschen abkühlt und mal eine frische Brise aufzieht. Ja, nichtsdestotrotz freue ich mich wieder mit dir oder heute auch noch mit einem Gast verbunden zu sein zur, ja, jetzt dann wahrscheinlich abschließenden Lesung von Kapitel 7. Und dann, ja, bitte ich dann drum, dass sich dann der Toni mal vorstellt. Ja, da bitte ich auch drum. Toni, du hast das Wort. Wenn du dein Mikrofon freischaltest. Bist du noch da? Also ich höre nichts und gerade eben ging es noch perfekt. Und ist das jetzt so? Haben wir jetzt den Toni verloren? Ist er noch überhaupt in dem Gespräch bei hier? Ich sehe den Toni gar nicht mehr online im Augenblick. Ich schätze, da ist er eben uns weggefallen. Ich vermute, der ist, ich sehe jetzt nur noch zwei von drei im Anruf. Ja, also ich sehe auch hier auf Skype, dass der Toni im Augenblick nicht anwesend ist. Also ist ihm da wohl das Internet weggefallen oder sowas. Er musste das alles nochmal neu starten über Linux, weil Skype lief auf dem normalen Wege nicht. Und ja. Oh, da bin ich wieder. Ich bin leider getrennt worden. Ich habe ja eine sehr instabile WLAN-Leitung und das Linux kommt damit noch nicht so zurecht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles durcheinander gebracht. Nö, wir haben nur eine Minute auf dich warten müssen. Aber jetzt bist du ja da, Toni. Das ist ja schön. Also der Viktor sagte gerade, dass du dich vielleicht mal vorstellst, weil es gibt wahrscheinlich eine ganze Menge Leute auf meinem Kanal, die dich noch überhaupt nicht kennen. Obwohl du ja auch, möchte ich mal sagen, mehr oder weniger ein ziemlich bekannter bunter Hund bist in der YouTube-Wahrheitsgemeinde, um das mal eben so auszudrücken. Aber die Leute, die sich Wahrheit schimpfen, die sind ja sehr viel. Die wirklich Wahrheit lehren, die sind im Grunde sehr wenige. Und du gehörst ja zu denen, die mehr und mehr zu dieser Wahrheit finden, ja, auch durch die Bibel, wo du ja selber sagst, dass du noch ein ziemlich neuer Entdecker dieses Wortes Gottes bist. Und ja, nimm mir mal die Worte aus dem Mund jetzt, stell dich einfach mal vor. Und herzlich willkommen zu unserer Lesung Hinter den Diktatoren heute Abend, Toni. Ja, vielen lieben Dank, lieber Jörg. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich setze am besten da ein, wo du schon angefangen hast und nehme mal Bezug auf den gestrigen Hangout, den ich da gemacht habe. Habe mich sehr gefreut, dass du da reingekommen bist und habe natürlich auch gern die Einladung zu deiner Lesung heute angenommen. Ja, ich könnte sehr, sehr lang und sehr, sehr viel über mich erzählen. Ich möchte es einfach mal kurz machen. Ja. Wer mich noch nicht kennt, ich habe vor 3 Jahren ungefähr als Friedensaktivist angefangen und habe auch aktiv an den Montagsmahnwachen, Montagsdemos teilgenommen. Hab die auch teilweise in Eigenverantwortung angemeldet und habe aber da schon gemerkt, wie zerrissen und gespalten doch die menschliche Gemeinde ist.
und das direkt auf der Straße. Ja. Ich fand das halt ganz wichtig, dass da ein Mikro ist und dass die Leute die Gelegenheit haben, da offen zu sprechen, und wollte das einfach aufrechterhalten und habe aber wirklich dann massiv Grabenkämpfe da irgendwie feststellen müssen, die sich erst für mich nach einer ganz, ganz langen Zeit, nach 2, 3 Jahren so erschlossen haben, was da so dahinter steckt. Und habe dann einfach eine 180-Grad-Wende hingelegt und habe angefangen, eigene Videos zu produzieren als Friedensaktivist. Das ging dann ganz, ganz schnell zum Libertarismus und vom Libertarismus zum, ich sag mal, Naturgesetz auch und Anarchie, Herrschaftsablehnung. Und durch die Weltbilddiskussion, möchte ich es mal neutral formulieren, bin ich dann ganz schnell zum Schöpfergedanken gekommen. Und ja, damit die flache Erde nicht in einem geistigen Gefängnis endet, muss man da auch weitergehen und habe das für mich jetzt erstmal so angenommen. Ja? Also den Vater und den Sohn, Yahusha Yahua, Jesus Christus Emmanuel. Ja, es gibt viele Titel, viele Namen, darüber kann man sich streiten, aber in der Sache sollte man sich einig sein. Und ich denke, ja, ich mache einfach das, meinen Weg, den ich da beschreite, den mache ich einfach öffentlich. Und ja, ich bin ganz zufrieden mit der Situation jetzt so, ja, die in den letzten, sagen wir mal, im letzten Jahr eigentlich nicht gar so positiv für mich war, ja, gerade in der Außenwahrnehmung. Mhm. Und da freue ich mich sehr über so eine Einladung und über die Bücher. Ich beschäftige mich ja auch viel mit den Jesuiten. Ja, ich freue mich wirklich, hier sein zu können und dass du mich eingeladen hast und dass ich mich kurz vorstellen durfte und ja, möchte nicht weiter die Sendung, die Lesung unterbrechen. Ja, aber du unterbrichst du nicht. Ich habe dich ja gefragt, um bitte dich selber vorzustellen. Und das hast du ja auch sehr schön gemacht. So wissen die Leute zumindest, mit wem wir umgehen. Und jetzt bin ich sowieso dafür verantwortlich, dass die nächsten paar Minuten ich ein bisschen Werbung in eigener Sache mache. Also ein bisschen andere Dinge erzähle, als über die Buchlesung reinzugehen. Deswegen werden wir trotzdem heute die Buchlesung abschließen. Da bin ich ziemlich sicher. Aber ich habe dem Toni gerade schon mal vorher erzählt, weil ich den Victor in der Zwischenzeit noch gar nicht gesehen hatte, dass mein Tag heute einer der glücklichsten meines ganzen Lebens ist. Und das ist deswegen mir beschieden worden, weil ich mit der Person gesprochen habe, die das Buch Romanismus und die Reformation von Henrik Retten Guinness, das 1888 erschienen ist, ins Deutsche übersetzt. Morgen am 25. August, also natürlich, wenn dieses Video hochgeladen ist, bereits lange in der Vergangenheit, werde ich das Einladungsvideo zu der Buchlesung und Besprechung von Romanismus und die Reformation hochladen. Und mit der Lesung selbst werde ich im September irgendwann anfangen, jeweils auf dem Sonntagabend ab 9 Uhr, 2 Stunden, 1 Stunde Lesung, 1 Stunde Besprechung über Skype. Da schaut ihr euch das Video an, was ich morgen hochladen werde, dann werdet ihr das sehen und verstehen. Aber ich habe mit dem Maximilian vorhin gesprochen, weil ich halt seine Übersetzung nochmal Probe lese, Korrektur lese. Und der Maximilian hat eine Freundin, die ihn vor kurzem eigentlich verlassen wollte. Und ich mache die Geschichte jetzt nicht zu lang, weil ich habe mit dem Max abgesprochen, dass wir da mal drüber schnacken und das nehmen wir auf Skype auf und werden das auch als Video mal veröffentlichen. Und er hat dann angefangen mit der Übersetzung von Romanismus und die Reformation, also Romanism and the Reformation von Henrik Retten Guinness von 1888 und hat seine Freundin gefragt, das doch mal bitte gegenzulesen, um auf Fehler zu checken, Rechtschreibfehler oder Übersetzungsfehler oder solche Sachen. Ja, und sie hat das tatsächlich dann nachgelesen und sie war so von dem Buch beeindruckt, dass er ihr dann aus der Bibel vorgelesen hat. Und sie war so sehr von der Bibel beeindruckt, was sie davon von ihm gelernt hat, in der ganz kurzen Zeit, wir sprechen von den letzten paar Tagen, dass man sagen kann, der Heilige Geist kam über sie und sie bleiben im Augenblick doch, so wie es den Anschein hat für mich, da hatten wir noch gar nicht im Detail drüber gesprochen, zusammen. Und seine Freundin hat durch diese Übersetzungsarbeit von Henrik Retten Guinness, durch dieses Buch zur Bibel gefunden, zu Gott gefunden, zu Jesus gefunden. Und eine schönere Nachricht kann man einem Christen doch nicht geben, dass durch seine Initiative, na, das ist ja im Grunde der Maximilian selbst gewesen, der die Initiative genommen hat, das Buch zu übersetzen, aufgrund meiner Frage, dass durch diese Initiative seine Freundin zu Gott findet. Gibt es eine schönere Nachricht, Victor, Toni? Was sagt ihr dazu? Halleluja!
Alle Ehre unserem Herrn, ne? Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Nun, ich habe noch eine andere Sache vorbereitet, um euch deutlich zu machen, was Romanismus und die Reformation ist. Und deswegen seht ihr hier die Beschreibung, die ich morgen in das Video rein machen werde. Und ich möchte das eben mal vorlesen, dass auch der Viktor und der Toni das jetzt kennenlernen können. Das werden wir jetzt eben lesen, bevor wir mit der Lesung von Hinter den Diktatoren anfangen. Also das ist die Beschreibung des Videos, das da getitelt ist, wie nenne ich das denn, Einladung zu interaktiver Buchlesung oder Besprechung mit Joggler 66, Stunde der Wahrheit, Romanismus und die Reformation aus prophetischer Sicht. Henry Gretten Guinness von 1888 in die deutsche Sprache übersetzt von Bruder Maximilian. Die folgenden Vorträge wurden auf Wunsch unter der Schirmherrschaft des protestantischen Bildungsinstituts in Exeter Hall im Frühjahr diesen Jahres gehalten. Der Autor spricht hier über das Jahr 1887. Dieses Institut existiert, um eine dringend benötigte Arbeit zu tun, um, besonders in den Herzen der jungen Generation, ein gewisses Maß an intelligenter Sympathie für die protestantischen Traditionen unseres Landes aufrechtzuerhalten. Diese zwei Sätze habe ich entnommen aus dem Vorwort des Buches. Und hier sieht man schon, wenn ich jetzt sage, die Freundin von dem Übersetzer hat zu Jesus Christus gefunden, dadurch, dass er sich jetzt damit beschäftigt. Da sehen wir, wie super richtig der Autor liegt, 1888, indem er schreibt, dass wir diese dringend benötigte Arbeit in die Herzen der jungen Generation einpflanzen wollen. Der Rest der Beschreibung ist von mir. Dies gilt nicht nur für die junge Generation, wie Henry Gretten Guinness gerade eben beschrieben hat, zur Zeit von Henry Gretten Guinness, sondern sicherlich auch für die junge Generation unserer Zeit, also im 21. Jahrhundert. Dieses Buch ist, nach der Bibel, ein Werk, das ein jeder, der sich Christ nennt, kennen und verstehen sollte. Der Romanismus, der mehr ist als nur die römisch-katholische Kirche allein, wird schonungslos offengelegt, seziert und biblisch fundiert erklärt. Die Mächte der Dunkelheit in dieser Welt werden ohne Pardon an den Pranger gestellt, so dass es für einen jeden deutlich wird, wer sich hinter den verschiedenen Masken verbirgt. Gott hat uns von Anfang an mitgeteilt, wer sein Sohn ist, wann er kommt, warum er kommt und was mit ihm passieren wird. Mit derselben Deutlichkeit sagt uns der Vater, wer der Widersacher seines Sohnes ist und wann und wie er sich auf der Erde manifestiert. Nach dieser Studie gibt es keinen Zweifel mehr daran, wer der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Die römisch-katholische Lehre eines zukünftigen Antichristen wird der biblischen Lächerlichkeit preisgegeben, die ihr gebührt. Dass dieses Werk uns heute in deutscher Sprache vorliegt, ist ein Akt der Gnade unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus und ihm alleine gebührt alle Ehre. Maranatha. Zu dem technischen Aspekt. Die Lesungen finden jeden Sonntagabend ab 21 Uhr mitteleuropäische Zeit statt für die Dauer von einer Stunde und anschließend kann man teilnehmen an einer Diskussionsrunde zu dem gelesenen, besprochenen Thema für eine weitere Stunde. Die Regeln zur Teilnahme über Skype werden jedem Teilnehmer bekannt gegeben und Übertretung der Regel hat sofortigen Ausschluss zur Folge. Auch die Diskussionsrunden werden, wie die Lesungen selber, mit Video über den Computer aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt im Internet veröffentlicht. Zur Teilnahme sendest du eine Kontaktanfrage an Joggler77 über Skype. Das war eine dringende Mitteilung, die ich gerne in eigener Sache machen wollte, auch wenn dieses Video rauskommt. Natürlich die Lesung schon längst am Laufen ist, aber das will ja nicht sagen, dass man sich nicht noch einklinken kann, wenn man da bisher noch nicht von gehört hat. Ja, dann werde ich jetzt mal anfangen mit der Lesung aus dem Buch Hinter den Diktatoren. Wenn meine zwei Brüder Toni und Viktor irgendwas zu sagen haben, dann wissen sie ja, dass sie sich eben melden können und mich unterbrechen können in der Lesung. Und ich werde anfangen auf Seite 5 für Toni, der das noch nicht weiß, wo wir hier geblieben sind. Du hast das Dokument, aber habe ich zugeschickt, ne Toni? Das hast du, ne? Ja, ich habe es auch vor mir und ich habe auch den Absatz hier. Prima.
Habe das auch gestern Abend noch gelesen, ja. Ich kenne ja die Kapitel davor, kenne ich ja eigentlich auch noch gar nicht, aber trotzdem sehr spannend und ja, ich freue mich. Ja, die waren ja noch nicht veröffentlicht, aber das nächste Video davon werde ich wohl im Laufe nächster Woche veröffentlichen. Also gut, wir lesen am letzten Absatz auf Seite 5. Die Koalition zwischen den Sozialdemokraten und der katholischen Zentrumspartei war das Ergebnis dieses Manövers. Da hatten wir ja letztes Mal reichlich drüber debattiert, diskutiert, was das Ergebnis der GroKo, wie wir es heute im 21. Jahrhundert nennen, zwischen CDU und SPD, wozu das geführt hat, als sich die SPD mit der Zentrumspartei in der Weimarer Republik verbunden hat. Diese Koalition zwischen den Sozialdemokraten, also der SPD und der katholischen Zentrumspartei, war das Ergebnis dieses Manövers. In Wirklichkeit war es eine unbewusste Unterwerfung des Ersteren vor den jesuitischen Katholizismus, der es so ermöglichte, katholische, demokratische Politiker und die Anti-Jesuiten für ihre Zwecke zu nutzen. Es wurde so geschickt eingefädelt, dass das eigentliche Ziel der Jesuiten erst verwirklicht wurde, als Antichrist Papst Pius XI., und da muss ich mal eben sehen, dass ich hier das richtige Bild mit reinnehme, weil von dem habe ich hier eins vorbereitet, um das in der Lesung zu begleiten. Nein, das ist er nicht. Das ist natürlich wieder typisch, dass ich hier das verkehrte Bild nehme. Müsst ihr mir mal kurz verzeihen. Papst Pius XI., hier auf der Münze ist er schön dargestellt, ja? Auf der Münze über den Lateranen Vertrag, ja? Also, als Antichrist Pius XI. Die katholische Zentrumspartei auflöste und damit den Weg für Hitlers Aufstieg freimachte. Bei all dem hatte Hitler die Zusammenarbeit von Monsignore Caas. Auch von dem mal eben ein Bild hier, Monsignore Caas, der Vorsitzende der Zentrumspartei, der wirkliche Leiter dieser katholischen Zentrumspartei war. Die Rolle des Parteivorsitzenden Altbundeskanzler Brüning, auch von dem habe ich ein Bild vorbereitet, seht ihr hier. Und über den kann man eigentlich nur sagen, dass man von ihm einiges lernen kann in der Autobiografie von Franz von Papen. Franz von Papen, habe ich ja schon öfter mal gesprochen, ist der Vizekanzler hinter Hitler gewesen zu Anfang des Dritten Reiches bis Mitte 1934, ein jesuitenausgebildeter Malteserritter. Und der hat eine Autobiografie geschrieben, die heißt Der Wahrheit eine Gasse. Die kann man auch ziemlich günstig erstehen. Ich habe sie auch hier liegen und habe da schon ungefähr ein Drittel, habe ich ja schon rausgelesen und habe mich jetzt vertieft in das Kapitel, wo es geht um den Abschluss des Konkordats 1933. Und da kann man über den Altbundeskanzler Brüning eine ganze Menge am Anfang des Buches lernen. Also auf den ersten ungefähr 100 Seiten oder sowas steht da schon eine ganze Menge drüber drin, auch später noch im Grunde, ja. Also, die Rolle des Parteivorsitzenden Altbundeskanzlers Brüning ist ebenso unklar wie die seines unglückseligen Kollegen Schuschnigg. Wer ist denn hier Schuschnigg? Ja, da haben wir auch ein Bild vorbereitet. Da seht ihr hier den Schuschnigg auf der einen Seite mit dem österreichischen Kanzler Seyß-Inquart auf der anderen Seite, wie sie alle beide mehr oder weniger den Hitlergruß hier geben, ja. Der heutige Antichrist, Papst Pius XII., der auch bekannt ist als Hitlers Papst, das wisst ihr sicher noch aus meinen Lesungen von Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, da kam das ja drin vor. Und da habe ich natürlich auch ein Bild vorbereitet, ne? Der sieht nichts, der sucht nichts und er müsste sich seine Daumen eigentlich in die Ohren stopfen, weil er hört natürlich auch nichts. Dieser heutige Antichrist Papst Pius XII., Papst Pius XII., sagt der Autor natürlich 1942, als der noch an der Macht war, war zu dieser Zeit päpstlicher Nuntius in Bayern und war bekanntlich ein Feind der Deutschen Republik. Nun, dass der Autor hier sagt, dass der Papst Pius XII. Nuntius in Bayern war, ist richtig, weil er da seinen Sitz hatte. Er war aber Nuntius für Gesamtdeutschland. Und Nuntius heißt mit anderen Worten, er war der höchste Vertreter des Heiligen Stuhls in Deutschland. Und als dann 1929 kam, wurde er versetzt nach München. Und hat dann da, wie gesagt, nachdem Hitler an die Macht gekommen war, wurde er als Nuntius nach Berlin entsandt
und erarbeitete sofort ein Konkordat zwischen Hitler und Antichrist Papst Pius dem 11. aus. Also das ist nicht so ganz richtig, weil er war Nuntius bis 1929 und ist danach in den Vatikan gegangen und wurde dann Staatssekretär im Vatikan und hat als dieser Staatssekretär das Konkordat mit Adolf Hitler ausgearbeitet, das wir ja alle kennen. Da habe ich jetzt kein Bild von vorbereitet, dann werde ich das mal eben hier in der Mappe öffnen und werde euch das Konkordatbild zeigen. Das Konkordat war abgeschlossen worden am 20. Juli 1933, weniger als ein halbes Jahr nach Hitlers Machtergreifung. Und da sehen wir hier den Ludwig Kahrs ganz auf der linken Seite, Franz von Papen daneben, dann Giuseppe Pizarro, Eugenio Pacelli, Alfredo Ottaviani, Rudolf Buttmann und Giovanni Montini, der später Papst Paul VI. Wurde. Das ist immer ein und dieselbe Clique. Ja? Darum müssen sie noch nicht mal familiär miteinander verwandt sein, aber es sind immer dieselben Verdächtigen, die man sieht. The usual suspects. Toni hat, glaube ich, auch mal ein Video über dieses Konkordat gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat die ganzen verschiedenen Spieler, die wir hier auf dem Bild vor uns sehen, vorgestellt. Richtig, Toni? Ja, genau. Es ist auch noch gar nicht so lange her. Deswegen weiß ich es ja noch. Was ich in diesem Zusammenhang mal erwähnen wollte, ist wirklich dieses Konkordat, dass das halt wirklich ein Vertrag war zwischen dem Pontifikat, also zwischen der römisch-katholischen Kirche und dem Staat Deutschland, also dem Reich. Und korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber von seitens des Pontifikats ist dieser Vertrag oder diese Vereinbarung auch noch nicht aufgehoben. Auch von Seiten Deutschlands ist das noch nicht aufgehoben. Ja, also das ist mehr oder weniger, das hat auch ganz viel mit den Gesetzen zu tun, die der deutsche Staat oder das Deutsche Reich in den 30er, 40er Jahren da manifestiert hat. Ja? Und das ist nicht wenig. Also von diesem Rechtsaspekt sollte man es die Zeit vielleicht auch einmal gesondert betrachten. Und das ist alles halt noch aktiv. Ja, ein Konkordat, Toni, um dich mal kurz eben darin zu unterbrechen, ein Konkordat sagt für die Leute, die es nicht wissen, im Grunde aus, ein Staatsvertrag, ein legaler Staatsvertrag, der zwischen zwei normalerweise souveränen Staaten geschlossen wird. Deswegen kann wahrscheinlich die Bundesrepublik Deutschland auch kein Konkordat mit dem Vatikan mehr schließen, weil Deutschland ist ja nicht souverän. Aber das ist eine andere Diskussion. Ja, sonst kommt man wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel. Und wie der Toni richtig sagt, dieser Staatsvertrag ist immer noch gültig und im Großen und Ganzen, um es mal ganz grob zu umreißen, dieser Staatsvertrag sagt im Grunde nichts anderes aus, als dass der Staat, der mit dem Vatikan dieses Konkordat unterzeichnet, sich dazu verpflichtet, a. römischen Katholizismus als Staatsreligion einzuführen in seinem Land, als offizielle Staatsreligion zu führen. Das ist darum noch nicht die mächtigste Religion, aber es ist die vom Staat gesponserte Religion. Und dass alle Gesetze dieses Landes angepasst sein müssen an katholisches, kanonisches Recht. Das sind die beiden Hauptpunkte, die ein Konkordat im Grunde ausmachen. Und wir haben ja bereits vorher gelernt, dass Franz von Papen ja sagte, das war glaube ich doch im Kapitel 6, wenn ich mich richtig erinnere, Viktor, verbessere mich, wenn ich da falsch bin, dass der Franz von Papen damals sagte im Völkischen Beobachter 1934, dass das Deutsche Reich das erste Reich ist, das die Prinzipien der römisch-katholischen Kirche nicht nur akzeptiert, sondern auch durchsetzt. Ist das korrekt so? Ja, das ist richtig. Na, wunderbar. Dann haben wir das jetzt geklärt und dann können wir gerne weitermachen und wir sehen uns hier immer noch weiterhin den blinden Papst Pius den 12. an, der sich im Grunde also blind gestellt hat nach dem Motto, ich sehe den Nationalsozialismus nicht, ha ha ha, ich habe ihn gegründet. Ja? Ohne Papst Pius den 12. würde der Nationalsozialismus nicht so gewesen sein, wie er war. Und dieser hat also als höchster Stellvertreter des Vatikan, ein Nuntius nennt man das, aus Berlin heraus dafür gesorgt, dass Adolf Hitler an die Macht kommt und hat dann als Staatssekretär im Vatikan mit Franz von Papen und Ludwig Kahrs am 20. Juli 1933 das Konkordat unterzeichnet.
Der gewiefte Franz von Papen, ein beliebter Schützling der Jesuiten, spielte auch eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung des endgültigen Sieges Hitlers gegen die Sozialdemokraten und alle anderen Reichstagsparteien. Und wenn wir uns die gegenwärtigen Ereignisse in unserer eigenen westlichen Hemisphäre genau ansehen, also hier spricht der Autor natürlich hauptsächlich aus amerikanischer Sicht, dann können wir nicht übersehen, dass in allen offiziellen katholischen Äußerungen ein vorsichtiger, aber aggressiver, profaschistischer und antiliberaler Trend zu beobachten ist. Man kann es auch ein wenig einfacher ausdrücken. Wir können nicht übersehen, dass in allen offiziellen katholischen Äußerungen ein aggressiver Trend zum Konzil von Trient zurückgehend rauszuhören ist. So, und dann sehen wir hier ein paar Zeitungsausschnitte aus verschiedenen Zeitungen aus der Zeit damals, wo es darum ging, vor dem Krieg und über Freimaurer, die hier verbannt werden. Und der Erzbischof, der die Wehrpflicht sieht als einen weiteren Schritt in Richtung Krieg. Ja, da geht es um das Burke-Wetsworth-Abkommen, da werden wir gleich drauf kommen, wenn wir hier in der letzten Seite auf Seite 7 von diesem Kapitel hier lesen. Nur mal eben das Bild nochmal verändern, dass wir hier den blinden Papst mal wegnehmen. Ach ja, wir haben ja das trojanische Pferd, das ist ja eigentlich das Thema dieser Lesung. Die größte Gefahr, fährt der Autor also fort, für die amerikanische Demokratie ist die faschistische Durchdringung der lateinamerikanischen Republiken, deren Lebensweise immer von der römisch-katholischen Kirche kontrolliert wurde. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass in der Zeit, in der der Autor lebt, in den 1940er Jahren und auch in den Jahren danach, da waren viele mittel- und südamerikanische Länder regiert von faschistischen Regierungen. Argentinien unter, wie heißt er noch da, der Ehemann von der berühmten Evita, Perón. Perón ist ein Beispiel, das war ein faschistisches Regime, das da in den 40er Jahren errichtet wurde. Und wer darüber mehr lernen möchte und auch um die Verbindungen von dem Regime von Perón in Argentinien mit dem faschistischen oder Nazi-Regime in Deutschland, der sollte sich dringend das Buch anschaffen, Das wahre Odessa von Uki Goni, das kann man in Deutsch haben, das kann man in Englisch haben, das kann man vielleicht auch noch in anderen Sprachen haben. Das kostet ein paar Euro, aber das ist eine sehr gute Investierung, die ihr da macht. Und ihr erinnert euch ja noch an eins der Zitate, die ich in einer der letzten Sendungen rausgemacht hatte, die Fußnote Nummer 26, na, wo er der Uki Goni ein Unbekannten, also einen anonymen Zeugen hat sprechen lassen, der eine interessante Aussage gemacht hat über das Filmen der Konzentrationslager in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Lest die Fußnote selber. Ich gehe da jetzt nicht mehr drauf ein. Das war bereits besprochen. Also, der Autor warnt hier vor einem Rechtsruck. Und natürlich warnt er hier vor einem Rechtsruck, aber einen Rechtsruck, der im Grunde schon längst passiert ist, weil am 9. März 1933, dem sogenannten Bank Holiday, ja, dem Bankenurlaub in den Vereinigten Staaten von Amerika, gab es im Grunde schon einen ganz kräftigen faschistischen Rechtsruck in Amerika. Seitdem wird Amerika mehr oder weniger unter Kriegsrecht geführt und wird nicht mehr demokratisch geleitet, sondern wird im Grunde regiert von Executive Orders, ja, das hört ihr ja auch öfteren mal, dass der amerikanische Präsident George W. Bush, Obama oder der Donaldus Trumpius, der da jetzt im Augenblick an den Fäden tanzt, dass die via Executive Orders, also via Ausführungsbestimmungen, das Land im Grunde regieren. Ja. Der Kongress ist nur noch, und der Senat ist eigentlich nur noch eine Farce seit den 30er Jahren in den Vereinigten Staaten. Das ist nur noch offizielles Theater. Regiert wird Amerika von diesen Executive Orders, weil der Roosevelt das Land damals unter eine Art Kriegsrecht gestellt hat. Wer da mehr Informationen drüber möchte, der muss das wohl in Englisch studieren und sollte anfangen bei dem Buch von Eric John Phelps, Vatican Assassins, Wounded in the House of My Friends. Und der lernt da eine ganze Menge mehr drüber. Zum Beispiel ja auch, dass in dem Jahr in Amerika das Gold konfisziert wurde. Ja?
Das Gold, das Privatleute hatten, wurde eingezogen, konfisziert, wurde beschlagnahmt. Deswegen ist auch der Dollar keine goldgesicherte Währung mehr. Den haben sie in den 70er Jahren vom Gold abgeschafft und haben ihn zum Petrodollar erklärt. Auch eine schöne Geschichte, aber da gehen wir jetzt nicht rein, da sind wir nämlich die nächsten 10 Stunden noch mit beschäftigt, wenn wir uns damit beschäftigen wollen. Aber der Autor warnt hier vor einem Rechtsruck in Amerika, ohne wahrscheinlich zu begreifen, dass es diesen 1933 in dem Land Vereinigten Staaten von Amerika schon längst gegeben hat. Er warnt aber damit in Bezug auf, dass dieser Rechtsruck aus dem Süden kommt, also aus Mittelamerika und Lateinamerika. Heutzutage, 2018, sind viele dieser Staaten eher kommunistisch regiert, also auf der linken Seite. Und das ist natürlich wieder mal ein wunderbares Beispiel für die Grandfather Clock, ja, die Großvateruhr mit dem großen Pendel unten, das von rechts nach links schlägt und von rechts nach links. Und das Einzige, was sich verändert, das sind die Zeiger oben auf der Uhr, die die Agenda des Antichristen weiter vorantreiben. Beweise, sagt der Autor, gibt es reichlich, dass diese nazifaschistische Durchdringung die Unterstützung der katholischen Kirche hat. Die katholische Presse in den Vereinigten Staaten verspottete den Versuch der Vereinigten Staaten von Amerika, der panamerikanischen Konferenz in Havanna 1942 ihren Willen aufzuzwingen, um den nationalsozialistischen Bemühungen in den südamerikanischen Ländern entgegenzuwirken. Der aufmerksame Beobachter wird den ausgeprägten antisemitischen, antifreimaurerischen, antibritischen und profaschistischen Ton offizieller katholischer Zeitschriften und Zeitungen nicht übersehen. Sie machten auch den Bedarf an einer militärischen Ausbildung in diesem Lande zunichte und beauftragten das katholische Volk, seinen Senatoren und Vertretern in Washington zu schreiben, um gegen die Bemühungen zu protestieren, das Gesetz von Burke Wadsworth zu verabschieden. Da sind wir kurz schon mal, bin ich da drauf eingegangen, das Gesetz von Burke Wadsworth. Worum geht es jetzt genau? Darum habe ich hier eine kleine Fußnote vorbereitet. Dieser Burke Wadsworth, das Gesetz nennt man auch der Selective Training and Service Act von 1940, also der Ausbildungs- und Dienst Akt von 1940, auch bekannt als Burke-Wadsworth Act, in Kraft getreten am 16. September 1940, war die erste Wehrpflicht in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Dieser selektive Service Act sah vor, dass sich Männer im Alter zwischen 21 und 35 Jahren bei den lokalen Behörden anmelden. Später, als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten, also 1942, wurden alle Männer im Alter von 18 bis 45 Jahren einem Militärdienst unterstellt und alle Männer im Alter von 18 bis 65 Jahren mussten sich registrieren lassen. Und da gibt es einen Link zu Wikipedia mit bei, wo man über den Selective Training and Service Act, also das Burke-Wadsworth-Gesetz, nachlesen kann. Und den werde ich natürlich auch mit in diesem PDF lassen, was ich dann auf archive.org veröffentliche, wenn diese Videos veröffentlicht werden, und dann könnt ihr auch das selber nachlesen und könnt ihr auch diesem Link folgen und könnt ihr euch noch ein wenig mehr über das Gesetz informieren. Ja? Also es geht darum, dass die Amerikaner mehr oder weniger mobil machen. Sie haben eine militärische Ausbildung ihres Volkes nötig. Das haben sie, das brauchen sie, und deswegen haben sie das Burke-Wadsworth-Gesetz verabschiedet. Sie beschuldigen dann die Juden und die Freimaurer und liberalen Organisationen, komischerweise immer alle die Feinde der römisch-katholischen Kirche, die wirklichen fünften Kolumnisten zu sein, gegen die Mr. Hoover und sein FBI vorgehen sollten. Ja, Mr. Hoover, Edgar Hoover, war selbst ein Freimaurer. Auch da habe ich hier drei verschiedene Links von midnightfreemasons.org, theforbiddenknowledge.com und prophetsseeall.tripod.com, die ich euch mit reinlegen werde, wo ihr selber nachschauen könnt, dass Mr. Hoover ein Freimaurer war. Es gibt ja auch, glaube ich, so ein interessantes Bild von ihm, wo er so einen Schreinerhut auf hat, das ihn also in seiner Freimaureruniform des 33. Grades zeigt. Aber das habe ich jetzt nicht hier. Was ich habe, ist dieses Bild hier, Puppet Master, ne, der Puppenspieler oder der Meister der Puppen. Das geheime Leben von
J. Edgar Hoover von Richard Hack. Kann man sich auch mal besorgen, um da ein wenig drüber nachzuforschen. Und diese Organisation, also J. Edgar Hoover ist selbst Hochgrad-Freimaurer und seine freimaurerische Organisation, das Federal Bureau of Investigation, wie es offiziell heißt, FBI, ist dafür da, um gegen die Juden und Freimaurer und liberalen Organisationen vorzugehen. Ja? Also man macht mit anderen Worten den Bock zum Gärtner oder den Wolf zum Aufpasser im Hennenhaus. Na? Nun, in einer weiteren Fußnote schreibe ich hier noch bei, natürlich, dass die wirkliche fünfte Kolonne in den USA die römisch-katholische Kirche ist. Sie ist das größte trojanische Pferd aller Zeiten. Sie ist der Elefant im Raum, den die Amerikaner nie sehen wollen. Ja? Die römisch-katholische Kirche, die hinter den Schirmen verantwortlich war, durch die Jesuiten unter der Maskerade der Freimaurer, die 1776 überhaupt erst es geschafft haben, die unabhängigen Protestanten, die abhängigen, lassen wir mal sagen, unabhängig waren sie ja nicht, sie waren abhängig von England, aber die protestantischen Kolonien von England abzusondern, Zwiespalt zu säen zwischen den Kolonien und dem Land. An was erinnert euch das? Zwiespalt säen? Ich denke, dass uns da noch wieder einmal der Eid der Jesuiten in Gedanken hochkommt. Und die auf der Basis der Puppenspielerposition damals die Regierung der Vereinigten Staaten gegründet haben, wo sie sichergestellt haben, dass in den Zufügungen zur Verfassung, den Bill of Rights, wie man das so schön im Englischen nennt, verankert steht, dass es eine Religionsfreiheit geben muss. Nur mal eben die Frage an diejenigen von euch, die sich auch ein bisschen mit der Bibel und Geschichte und Inquisition und allem beschäftigt haben. Habt ihr schon jemals gehört, dass die römisch-katholische Kirche Religionsfreiheit zusteht? Wir wissen aus vielen meiner Lesungen und sicher, wenn die Lesungen rauskommen von die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, wo ich schon 22 Videos auf dem Computer stehen habe, die nur darauf warten, endlich losgelassen zu werden auf die Leute, dass sie sich mit der Inquisition beschäftigen können, wissen, dass die römisch-katholische Kirche von Anfang an eine Politik verfolgt, die Semper Adem ist, immer dieselbe, nämlich konvertiere oder stirb. Und eins der letzten Beispiele, was wir ganz deutlich besprochen hatten, wo das deutlich drin vorkam und was wir auch in diesem Buch später noch sehen werden, das ist in dem kroatischen Staat, also in dem unabhängigen Staat von Kroatien in der Zeit zwischen 1940 und 1945. Konvertiere oder stirb. Mehr als 500.000 Serben haben sie damals kaltblütig ermordet. Und mehr ungefähr dieselbe Anzahl haben sie konvertiert. Die Zahlen gehen auseinander zwischen 500.000 und 1 Million Toten, die Protestanten waren, die auch Juden waren. Also in jedem Fall waren sie Gegner der römisch-katholischen Kirche. Und die man vor die Wahl gestellt hat, konvertiere zum Katholizismus oder stirb. Das ist die Politik der römisch-katholischen Kirche damals, das ist die Politik der römisch-katholischen Kirche schon immer gewesen, das ist sie heute und das wird sie auch in der Zukunft sein, weil die römisch-katholische Kirche verändert sich nie. Und sie ist tatsächlich die wirkliche fünfte Kolonne in den USA. Sie ist das trojanische Pferd in den Vereinigten Staaten von Amerika. Montreals katholischer Bürgermeister Hood definierte 1940 offen das kanadische Gesetz, das eine nationale Registrierung für die Verteidigung zu Hause verlangte und forderte die Bürger Kanadas, von Kanadas größter Stadt auf, das Gesetz zu missachten. Die politische Geistlichkeit, die also das Bedürfnis des Menschen nach Religion ausnutzt, um seinem Machthunger zu dienen, verwirkt das Recht, religiös genannt zu werden. Ja, und zur Bestätigung dessen, was ich über Mr. Hoover sagte, können wir nachlesen in der Jesuitenzeitschrift America. Ja, das ist das größte, auch heute noch Magazin der Jesuiten in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo wir in einer Veröffentlichung, das hier in der Fußnote drin steht, sehen, dass Mr. Hoover und sein zwischen Anführungszeichen sein FBI dafür gebraucht werden sollten, dafür zu sorgen,
die Juden und Freimaurer und alle liberalen Organisationen, hauptsächlich Gewerkschaften, weil Gewerkschaften sind natürlich kommunistisch, in den Augen der römisch-katholischen Kirche, um Amerika von denen zu säubern und damit in Amerika für einen Rechtsruck zu sorgen. Diesen Rechtsruck, den haben wir heute schon längst hinter uns in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir wissen das unter anderem von George W. Bush, der ja mal gesagt hat, das Regieren würde hier viel leichter sein, wenn es eine Diktatur wäre. Haha, solange ich der Diktator bin, ist er doch. Ja, und damit bin ich zum Ende gekommen des Kapitels 7, das größte trojanische Pferd aller Zeiten aus dem Buch Hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, das uns der Bruder Viktor bis hierhin und schon ein bisschen weiter übersetzt hat. Ich glaube, er hat inzwischen 11 Kapitel übersetzt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich komme mit dem Lesen schon mal gar nicht mehr hinterher. Aber das war jetzt heute das 7. Kapitel. Und natürlich möchte ich jetzt gerne meine zwei Gäste, Viktor und Toni, noch zu einem gemeinsamen Gespräch über das gerade eben Gelesene einladen und dass sie ihre eigene Meinung oder ihre Sichtweise darüber noch ein wenig geben können und damit auf das Gelesene eingehen können oder auf das, was ich gesagt habe. Ja, bitte, ich möchte nicht einem von euch beiden das Wort erteilen, macht das unter euch selbst aus. Wer möchte gerne etwas dazu sagen? Ja, Viktor, fang ruhig an. Ach, ich hätte jetzt gerade gedacht, der Gast, der fängt mal, hat jetzt das Wort, aber gerne, sonst ja, gebe ich nochmal meinen Senf nochmal dazu. Also ich fand doch auch das Kapitel sehr aufschlussreich, weil wir ja heute sehen, wie sich diese Entwicklung in Amerika ja weiter fortentwickelt hat. Und wie du auch schon richtig angedeutet hast, in einer früheren Lesung, haben wir in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ja auch dann quasi diesen endgültigen Vollzug dann auch gesehen. Mit Ronald Reagan, ne? Das mit Ronald Reagan, ne? Ja. Genau, den Schauspieler. Und ja, an sich sehen wir auch, oder hatten wir schon in der letzten Lesung mal so angedeutet, die Parallelen auch wieder, wenn wir jetzt nach Europa oder nach Deutschland den Blick werfen, mit der Zeit, ich denke, das war so die Weimarer Republik, ne? Oder kurz nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg. Und ja, an sich. Auf die Zeit, Viktor, gehen wir ja in dieser Buchlesung ein wenig später auch noch drauf ein. Gehen wir genau, da gehen wir nochmal. Wenn wir über den Michael Erzberger sprechen und über den geheimen Vertrag von London von 1915. Genau, jetzt werden dem Toni, glaube ich, mal eben die Ohren klingen. Das hat er wahrscheinlich noch nie im Leben gehört. Das ist dann etwas, um sich drauf zu freuen. Nee, habe ich wirklich nicht. Siehst du? Ja, genau. Da auch die Rolle des Antichrist Papst Pius des XII. Halt noch zur Zeit, als er Nuntius war. Das wird auch nochmal später durchleuchtet. Und ja, an sich würde ich dann gerne das Wort weitergeben an unseren Gast. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal später nochmal dann nochmal uns verabschieden oder ob ich das jetzt schon machen sollte. Nee, da werde ich dich schon noch zu auffordern, Viktor. Du kommst noch ans Wort. Alles klar, dann gebe ich das Außerdem Wort. Außerdem möchtest du ja vielleicht auch noch auf das eingehen, was der Toni jetzt zu sagen hat. Eben drum. Ja, Toni, dann bist du dran. Ja, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben nebenbei, hauptsächlich eigentlich nur diese Buchempfehlung. Und ja, dann habe ich mir aufgeschrieben hier Amerika. Ja, ich finde es super interessant. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Eine Sache ist mir ins Auge gesprungen, das ist gerade im letzten Abschnitt. Die größte Gefahr für die amerikanische Demokratie ist die faschistische Durchdringung und so weiter. Also diese Begrifflichkeiten Demokratie und auch liberal, ja. Liberal ist eine politische Strömung oder Ideologie, die wirklich sehr stark auch bei den Protestanten so mit zu verorten ist, ja. Ich habe mittlerweile da eine ganz andere Sicht darauf, weil das für mich auch nur Bühnen des Schauspiels sind, ja. Also diese Politik und ja, das sind die Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen sind, als ich das gesehen habe. So. Gut, und kann ich dich kurz unterbrechen? Ja, bitte. Kann ich dich kurz unterbrechen zum Liberalismus, was du jetzt gerade sagtest? Du verbindest ja den Liberalismus hier mit Protestantismus. Nein, nicht direkt, sondern. Nein, ist ja auch in Ordnung, ist auch gar nicht verkehrt. Der Punkt ist, man muss den Liberalismus vor allen Dingen auch sehen
innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Die Liberalen in der römisch-katholischen Kirche sind den Extremen, den Ultramontanisten in der römisch-katholischen Kirche ein Dorn im Auge, sind denjenigen Katholiken ein Dorn im Auge, die die vollständige Durchsetzung der Beschlüsse des Konzils von Trient fordern. Ja? Interessant in der Hinsicht ist dieses Video, was ich auch letztens ein paar Mal habe einspielen lassen, das kann ich vielleicht hier in diesem Video auch machen, wenn ich dran denke, werde ich das vorne ab nochmal wegspielen lassen, der Bischof Athanasius Schneider aus Kasachstan, der auf die Frage hin sagt, ja, der Papst Franziskus wurde jetzt im Flugzeug letztens von einem Reporter gefragt, wie er denn stehe zu der Erlösungslehre von Martin Luther. Und der Papst hätte gesagt, dass er mit der Erlösungslehre von Martin Luther kein Problem hätte, das wäre alles ganz in Ordnung. Und daraufhin hat Athanasius Schneider gesagt, der Papst kann im Flugzeug, also das ist sinngemäß, der Papst kann im Flugzeug sagen, was er will. Wir haben bereits eine sichere Erklärung, wie die römisch-katholische Kirche zu der Erlösungslehre, der Rechtfertigungslehre von Martin Luther steht. Und das ist das vom Konzil von Trient, weil da sprach der Papst ex cathedra und im Flugzeug sprach er nicht ex cathedra, also von seinem Thron und kann von daher im Grunde sagen, was er will. Da spielt alles gar keine Rolle. Aber es gibt in der katholischen Religion sehr, sehr viele Liberale. Das sind die Leute, die oftmals versuchen, mit den Protestanten zusammenzuleben. Wie wir das ja auch in Griesingers Buchlesung gelesen haben, dass teilweise ab 1650, 1660 in Deutschland, in vielen Regionen, die Protestanten mit den Katholiken vermischt waren, sogar innerhalb einer Familie. Ja? Dass ein Protestant mit einer Katholin verheiratet war. Die waren halt nicht katholisch verheiratet, sonst hätte der Mann ja konvertieren müssen zum Katholizismus. Aber im Protestantismus ist das nicht gefordert. Und so war zum Beispiel ein Mann, der protestantisch war, mit einer katholischen Frau verheiratet. Und die haben Kinder bekommen und haben ihre Kinder, das eine vielleicht protestantisch, das andere vielleicht katholisch erzogen. Das ist eben liberal, diese Vermischung. Und das ist der den Ultramontanen, der Führungsriege der ultramontanen Katholiken ein Dorn im Auge. Und das ist eben auch oftmals mit diesem Liberalismus gemeint. Das weißt du vielleicht nicht, deswegen wollte ich dich da eben mal darauf hinweisen, dass du auch dieses Verständnis dann wieder zuordnen kannst, wenn du über Liberalismus und römisch-katholische Kirche sprichst oder davon hörst. Aber bitte, fahre fort in deiner Auseinandersetzung. Ja, das ist ja ganz wichtig, sicherlich zu betrachten. Aber mir ging es eher so um die Parallelen bei dem Freiheitsgedanken. Ja, so der teilweise bei dem politischen Spektrum, als halt auch im kirchlich oder religiösen Spektrum halt auch da ist. Und das fand ich halt irgendwie interessant. Man könnte das auch ewiglich ausführen. Was mir auch nochmal richtig aufgefallen ist bei diesem Text, ist wirklich das auf das Wesen des Jesuitismus mal einzugehen. Also du hast es wunderbar in Videos gegossen, in wichtige Videos, wie zum Beispiel sich den Schwur wirklich mal richtig genau anzuschauen, was da eigentlich manifestiert wird. Und ja, es ist wirklich ganz, ganz wichtig zu sehen, dass die katholische Kirche und der Jesuitismus eins ist, genauso wie der Vater und der Sohn. Ja, das ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich, aber so ist das. Das eine Konzept hat sich dem anderen bedingungslos unterworfen. So, und da kommt man dann an den Punkt, wo man sagt, ja, was war jetzt da, die Henne oder das Ei? Ja, also wurde der Jesuitenorden gegründet, um die katholische Kirche aufrechtzuerhalten oder, ja, ne? Und eine Sache hattest du gesagt, ganz zum Schluss, dieser Zusammenhang, konvertiere oder stirb, damit hast du vollkommen recht. Und es ist ganz wichtig, über diese vielen grausamen Beispiele eben für diesen Zusammenhang aufzuzeigen. Aber das jetzige Bild der katholischen Kirche ist halt ein komplett anderes, ein gegensätzliches. Es ist total ökumenisch geprägt, von Frieden und Herzlichkeit wird überall geredet und getan. Ja. Das ist aber das Wesen dieser Täuschung. Und das kommt halt von diesem Jesuitismus. Und das müssen die Leute heute irgendwie verstehen, ja, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Ja.
Finde ich ganz, ganz wichtig, wollte ich an dieser Stelle nur noch mal dazu sagen. Ansonsten freue ich mich sehr darauf, auch wie du das vorträgst, und ich werde es auf jeden Fall auch selber lesen. Ja, ich bin richtig gespannt jetzt drauf und habe wieder Ansporn bekommen dazu. Gut, zu deiner Erklärung über die Jesuiten, das haben wir am Anfang in der ersten Sendung dieses Kapitels erörtert. Da hatten wir nämlich gelesen, das steht ganz vorne an, wenn du mal eben dein PDF auf Seite 1 machst. Da steht nämlich, eine raffinierte Maskerade war schon immer charakteristisch für die politischen Aktivitäten des Jesuitenkatholizismus. Jesuit ist ein Wort in all unseren Wörterbüchern, das als Synonym für subtile Duplizität, Indirektion und Unaufrichtigkeit definiert ist. Im Duden lesen wir, dass unter dem Wort jesuitisch heißt es die Jesuiten betreffend, zu den Jesuiten gehörend, aber in einer zweiten Erklärung heißt es, natürlich zwischen Klammern abwertend, na, ich würde sagen ehrlich, ersetzt das Wort abwertend durch ehrlich, und dann lesen wir in der Art der Jesuiten, in seiner Argumentationsweise, Kasuistik und Sophistik, und Ähnliches sehr verschlagen und durchtrieben, geneigt, andere durch Wortverdrehungen und Spitzfindigkeiten und Wortklaubereien zu übervorteilen. Und auf diese Ja, Erklärung der wunderbar. Jesuiten bist du im Grunde gerade eben eingegangen, ohne es jetzt gewusst zu haben, dass wir darüber vorher bereits gesprochen haben, ja. Ja, wie gesagt, ich habe gestern Abend das nochmal gelesen, aber das hatte ich jetzt auch wirklich gar nicht so im Hinterkopf. Das waren halt einfach die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, als ich dir beim Lesen zugehört habe. Und ja, finde die Arbeit super wichtig, ja, dass diese Bücher gelesen werden, dass da aufmerksam gemacht wird auf diese Hintergründe und das halt alles sehr, sehr einen täuschenden und verdrehenden Charakter hat, ja. Und dass man den Dingen auf den Grund gehen muss, ja. Ja. Ja, und dass wir dieses Buch lesen dürfen, ist ja überhaupt nur zu verdanken dem Viktor, der sich dafür auf den Hintern gesetzt hat und dieses Buch übersetzt hat oder noch übersetzt für uns, um uns in die Lage zu versetzen, dass wir uns diese Dinge heutzutage anhören können. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wir werden noch eine ganze Menge weiter reingehen in das Dritte Reich, in die Hintergründe mit der römisch-katholischen Kirche. Wir sind gerade noch mal an der Spitze des Eisberges am Kratzen. Ja, also die Leute, die sich da jetzt schon der dicke, fette Kommentare überlegen, um unter das Video hier zu schreiben, denen werde ich sagen, Geduld, Geduld, schaut erstmal die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris, das ich auf meinem Kanal in Deutsch und in Englisch gelesen habe. Das Englische veröffentlicht gerade, das Deutsche ist schon längst veröffentlicht und wartet noch auf die kommenden Kapitel in diesem Buch, in dem es immer wieder deutlich ist, dass ohne die römisch-katholische Kirche das nationalsozialistische Dritte Reich niemals existiert hätte. Da muss man sich von bewusst sein und dieses Buch hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, deckt einen Großteil der Zusammenhänge zwischen der römisch-katholischen Kirche und dem Dritten Reich auf. Und ich weiß, dass das vielen Leuten nicht gefällt. Viele Leute meinen, Hitler war so ein ganz toller Mann. Ja, hier und da hat er Fehler gemacht, aber auch der war so gut für die Deutschen. Und der hat die ganzen Autobahnen gebaut und er hat die ganzen Arbeitslosen von der Straße geholt. Ja, das macht die Regierung heute auch mit Mindestlöhnen. Damals haben sie sie in Arbeitslager gesteckt. Ist das so eine viel geilere Lösung? Leute, denkt mal nach. Keine einzige Regierung, die jemals auf dieser Erde regiert hat, weltliche Regierung, die jemals auf dieser Erde regiert hat, hatte den Nutzen des Volkes, das es regiert, im Sinne. Kein einziges. Und das ist heute nicht anders. Das war damals nicht anders und es wird in der Zukunft nicht anders sein. Ja? Aber ich möchte gerne dann, da Toni ja anscheinend gesagt hat, was er zu sagen hatte, nochmal eben meinen zwei Gästen die abschließenden Worte ermöglichen. Erst Viktor und dann Toni, wenn ihr noch abschließend etwas zu sagen habt. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Was mir jetzt noch einfällt, also wir können vielleicht sogar so weit gehen, dass wir nicht nur sogar von einem trojanischen Pferd sprechen, sondern dieses trojanische Pferd ist auch noch, sage ich mal, mit Eigenschaften eines Chamäleons ausgestattet, was dem Ganzen ja nochmal, ja, wenn man so drüber nachdenkt, dem Ganzen nochmal so ein bisschen die Krone aufsetzt. Ich freue mich auf die nächste Lesung und ja, verbleibe dann mit einem netten Gruß an alle. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, Viktor. Das hast du schön erklärt mit dem Chamäleon. Toni, noch ein paar letzte Worte zu dieser Sendung? Ja, gerne. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen war und dass ich meine Gedanken hier auch mit euch teilen konnte. War wunderbar. Viktor, auch dir nochmal danke für die Übersetzungsarbeit. Ich weiß, wie anstrengend das ist und wie viel Zeit das kostet. Und ja, auch Dankeschön, dass das alles frei verfügbar ist. Und der Vergleich mit dem Chamäleon, also auch dieses optische Bild, kommt halt der Täuschung und diesem ganzen Täuschungscharakter der jesuitischen und katholischen Geschichte innewohnt, sehr, sehr nah. Und ja, vielen Dank. Vielleicht bis zu einer weiteren Lesung oder zu einem nächsten Video. Dankeschön. Ja, danke Halleluja. schön. Danke schön hiermit an Toni und an Viktor, an meine beiden Gäste, die mich dann begleitet haben, bei heute bei der letzten, der vierten abschließenden Lesung zum siebten Kapitel, das größte tyrannische Pferd aller Zeiten aus dem Buch hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche. Und wir werden uns dann wieder treffen zum nächsten Kapitel. Das ist das achte Kapitel, dessen Titel ich jetzt im Augenblick nicht weiß. Das spielt auch keine Rolle. Das werdet ihr ja sehen, wenn wir es lesen. Und da werden wir dann unsere Lesung fortführen. In total haben wir 12 Kapitel in diesem Buch zu erledigen. Und danach geht es mit anderen Büchern sicherlich weiter. Unter anderem nicht vergessen Romanismus und die Reformation, was ich euch ja am Anfang dieser Sendung habe versucht, ein wenig vorzustellen. Und ich hoffe, dass ihr auch diesem Buch offen gegenübersteht, weil ich habe damals, als ich Tom Frist das Buch das erste Mal habe lesen hören, gesagt, dieses Buch sollte jeder bibelgläubige Christ neben der Bibel absolut kennen. Ich habe das Buch selbst dreimal gelesen, Romanismus und die Reformation. Und zwar selbst gelesen und die Lesungen von Tom Frist mitverfolgt und zusammen mit ihm gelesen und seine Lesung verfolgt in Englisch. Und dass dieses Buch jetzt auch neben Hinter den Diktatoren in Deutsch zur Verfügung stehen wird, ist wirklich ein Akt der Gnade Gottes in unserer Zeit, das dazu hilft, das Evangelium in aller Welt zu verteilen, genau wie Jesus Christus es von uns verlangt hat. Geht hinaus in die Welt und predigt das Evangelium einer jeglichen menschlichen Kreatur. Und mit diesen Worten und vor allem in den Worten unseres Herrn Jesus Christus möchte ich für heute Abend abschließen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha.